Einen Handkuss den Damen, einen guten Abend den Herren und der Jugend. Wir melden uns aus Amsterdam, aus dem dortigen Olympiastadion, vom Viertelfinalspiel des Europacups der Meister. Ajax Amsterdam gegen Celtic Glasgow. Das Spiel wird in wenigen Minuten beginnen. Die Schotten spielen heute in einem ungewohnten Dress. Grüne Hosen, gelbe Leibchen, gelbe Stutzen. Sie werden auf schwarz-weißen Bildschirmen nur schwer von ihren Gegnern zu unterscheiden sein. Die Holländer, weiße Hosen, weiße Hemden und rote Bruststreifen. Sie können dieses Bild auch in Farbe empfangen und sind dadurch natürlich im Vorteil. Die Schotten spielen von rechts nach links. Ich gebe die Mannschaftsaufstellungen. Bei den Schotten im Tor Williams, Nummer 2 Hay, Nummer 3 Gemmel, Nummer 4 Connolly, Nummer 5 der Kapitän McNeil, Nummer 6 Brogan, Nummer 7 Jimmy Johnston, Nummer 9 Wallace, Nummer 10 Gallaghan, Nummer 11 Bobby Lennox. Bei den Holländern spielt im Tor Stoy, Nummer 2 Vasovic, Nummer 3 Syrbier, Nummer 4 Hülshoff, Nummer 5 Kroll, Nummer 6 Reinders, Nummer 7 Neskens, Nummer 8 Schwarz, Nummer 9 Müren, Nummer 11 Keischer und Nummer 14 Cruyff. Das Spiel wird von dem Portugiesen Ribeiro geleitet. Er wird unterstützt von den Linienrichtern Silva und Lobo. 67.000 Zuschauer, zeitweise Regenschauer hier über dem Olympiastadion von Amsterdam. Das Stadion vollkommen ausverkauft und die Stärke des holländischen Fußballs wird dadurch unterstrichen, dass zur gleichen Zeit in Eindhoven Philips SV Eindhoven gegen Vorwärts Ostberlin im Europacup der Pokalsieg gespielt. Flankenball wird jetzt hereingegeben von Keischer. Wir sind in der Mitte, Gary Müren. Und vergeben von Johann Cruyff. Johann Cruyff ist der große Mann im Angriff der Holländer. Einer der weltbesten Stürmer, er trägt die Nummer 14. Ich habe Ihnen einen der Schotten unterschlagen, und zwar mit Nummer 12, Craig. Nummer 12, also Craig. Das war Vasovic, der Kapitän. Erstaunlich, ein jugoslawischer Gastspieler wurde zum Kapitän dieser holländischen Mannschaft auserkoren. Das war Cruyff, Keischer. Johnston, Jimmy Johnston. Zurückgegeben zu Williams. Das war Syrbier. Vasovic zu Syrbier. Und das war Tommy Gemmel mit der Nummer 3. Das sind ja gute alte Bekannte, die Spieler von Celtic. Immer wieder erscheinen sie im österreichischen Fernsehen. Das ist kein Zufall, keine Protektion, sondern einfach das Ergebnis der großartigen Leistungen dieser schottischen Meistermannschaft. Zurzeit allerdings liegt Celtic hinter Aberdeen an zweiter Stelle, einen Punkt zurück, hat allerdings auch ein Spiel weniger ausgetragen. Wieder Johnston.
Hayes mit nach vorne gekommen, offeriert sich auf der rechten Seite. Noch immer Johnston, jetzt ist Hay da. Und Connolly. Wer wirft ein? Connolly. Van Dijk ist das. Lennox. Nehmen wir Lennox. Sehr gut gemacht. Und geschossen oder beziehungsweise zu schießen versucht hat Tommy Gallagher. Tommy Gallagher jetzt in der Bildmitte. Das ist Torhüter Stoy. Ganz in grün. Das heißt, er hat eine schwarze Hose dazu. Sohn deutscher Eltern. Eigentlich heißt er Stoy, aber er nennt sich niederländisch Stoy. Vasovic. Hinüber zu Hülshoff. Hülshoff weiter zu Neskens. Neskens ist der Jüngste im Team, 19 Jahre alt, war allerdings bereits international für die Niederlande tätig, und zwar gegen Rumänien. Abgewehrt von Barry Hülshoff. Das war Cruyff, hat reklamiert, vergeblich. Und das ist Hay. Dave Hay. Fünf Minuten gespielt, Ajax Amsterdam gegen Celtic Glasgow 0:0. Hay hat abgewehrt, Connolly wieder Hay. Direkt gespielt auf Barry Hülshoff, der spielt Ausputzer im Team der Niederländer. Gamble. Williams. Kaiser. Kaiser verfolgt von Greg. Greg hat sich durchgesetzt und Rückgabe von Johnston zu Williams. Vasovic, Hülshoff, und ein Fehlpass. Dieser Pass sollte Johan Neskens erreichen, den Mann mit der Nummer 7. Gemmel. Ball war bei Schwarz. Vasovic. Zu steil, keine Chance für Schwarz. Ist ja ein sehr schnelles Spiel.
bei den Schotten Sturmspitze Willie Wallace. Die Schotten spielen ein 1-4-4-1 System, wenn man das so nennen kann. Ein Ausputzer, vier Verteidiger, vier im Mittelfeld und eine Sturmspitze, wie ich sagte, Willie Wallace. Ganz in grün, Joan Williams. Callaghan hat zu Lennox gegeben, Lennox am Ball. Der macht einen Eckball oder einen Einwurf im Kampf gegen Syrbir. Das ist Jokstein, der Manager von Celtic Glasgow. Es gibt also den ersten Eckball für die Schotten. Und zwar in der 8. Spielminute beim Stand von 0:0. Foul, jawohl, bereits abgepfiffen. Deutlich angezeigt vom Linienrichter. Abseits. Fehler von Johnston und Retter in letzter Sekunde Bobby McNeil. Wallace, Vasovic am Ball, Syrbir, das war mit der Nummer 10, Gallagher. Cruyff. Gemmel, aber da ist niemand, das heißt nur einer der Gegner, und zwar ist es Barry Hülshoff. Ajax Amsterdam war vor 2 Jahren Finalist im Europacup der Meister, unterlag allerdings in Madrid im Santiago Bernabeu Stadion gegen den AC Milan hoch mit 1:4, hatte keine Chance. Gallagher. Reinders. Hülshoff. Er ist Libero in der 11 der Niederländer. Fehler von Gemmel. Hey. Zurück zu Williams. Williams hat einen besonderen Betreuer erhalten, nämlich Ronnie Simpson, der jetzt in Edinburgh als Beamter der Stadtverwaltung tätig ist, der aber dem Rufe von Jokstein Folge geleistet hat, um den jungen Williams noch einiges von seiner Routine hier in Amsterdam zu vermitteln. Sie erinnern sich, Ronnie Simpson hat seinen letzten Länderkampf gegen Österreich bestritten im Weltmeisterschaftsqualifikationsspiel des Jahres 1968. Es war ein großes Spiel und Ronnie Simpson
hat eine glänzende Leistung geboten. Abgewehrt von McNeil. Ball ist bei Kroll. Kroll zu Brazovic. Er hat damals im Finale den einzigen Treffer für die Niederländer geschossen, und zwar durch einen Elfmeterball. Wieder Brazovic. Fehler von Brogan, den die Holländer allerdings nicht nützen konnten. Einwurf von Gemmel. Weitwerfer, Scharfschütze, alles in einem, dieser Tommy Gemmel. Wieder Gemmel. Allerdings Schiedsrichter Rivero hat hier einen Foul gesehen. Es gibt einen Freistoß gegen die Schotten. Es schießt Schwarz, Sürbier und Eckball. Eckball für Ajax. Schwarz. Eine Riesenchance von Nummer 5. Von Kroll vergeben. In der 16. Minute steht das Europacup-Spiel, Viertelfinale zwischen Ajax Amsterdam und Celtic Glasgow 0:0. Jene, die sich später eingeschaltet haben, die Niederländer spielen von links nach rechts. Eckball Nummer 2. Gemmel gegen Schwarz und Eckball. Wieder ist es Schwarz der Schütze. Eine Riesenchance vergeben. Wieder Eckball. Geschossen hat Vasovic. Johnston führt den Gegenangriff. In den letzten Spielen war er nicht sehr in Form, der kleine Wirbelwind auf dem rechten Flügel. Hülshoff. Sürbier hat hineingegeben. Wieder Johnston. Connolly. Schlecht abgespielt von Connolly. Schwarz. Zu Neskens. Und vorher hat es einen Foul gegeben. Freistoß für die Schotten, die in diesen letzten Minuten arg in Bedrängnis gekommen. Das ist Rinus Michels, der Betreuer von Ajax Amsterdam gewesen.
Gemmel hat den Ball nicht unter Kontrolle gebracht. Connolly für Wallace, aber viel schneller war Barry Hillshoff, der zurückgegeben hat. Vasovic. Zu Syrbir. Und Eckball. Kaiser gibt herein. Ganz schlecht hereingegeben. Johnston. Syrbir, Brogan, noch immer Brogan, spielt reichlich riskant, Einwurf für die Schotten, Einwurf durch Gemmel, der ja, wie Sie schon gesehen haben, sehr, sehr weit zu werfen versteht. Für Connolly ganz allein. Fehler von Stoy, Eckball gegen die Niederländer. Sehr gut gemacht, dieser Eckball, denn Lennox auf das Tor der Niederländer dirigierte. Hier haben wir ihn im Bild. Minuten sind gespielt. Ajax Amsterdam gegen Celtic Glasgow 0:0. Kroll, schlechtes Abspiel von Kroll. Barry Hillshoff. Vasovic wieder zu Hillshoff. Reinders, noch immer Reinders und Williams. Obwohl es heute hier den Anschein hatte, es würde der Frühling einziehen, es ist jetzt empfindlich kalt. Das war zweifellos ein Foul von Hülshoff, aber Schiedsrichter Ribeiro fand keinen Grund zum Einschreiten. Es hat allerdings zu regnen aufgehört und die Zuschauer können sich einigermaßen unbehindert des Spiels erfreuen. Vasovic. Dieser langhaarige Spieler ist der Nico Reinders gewesen. Indirekter Freistoß gegen die Schotten. Vasovic oder Syrbir, das ist die Frage. Das war Reinders, wieder Reinders. Johnston zu Hay. Und wieder Reinders. Hülshoff. Vasovic. Johnston zu Gallagher. Das ist eine Vorlage für Cruyff, aber er war nicht schnell genug.
Gallagher, Johnston. Johnston. Vorteil ließ hier der Schiedsrichter gelten. Van Muren. Noch immer Muren. Und Vasovic. Kaiser. Es hat im Fernsehen auf dem Bildschirm wesentlich gefährlicher ausgesehen, als es tatsächlich war. Der Schuss von Kaiser ging etwa 3 Meter am Tor vorbei. Gemmel zu Williams. 25 Minuten sind gespielt, Spielstand weiterhin 0:0. Ein sehr, sehr schnelles Spiel, ein Spiel zweier großer Mannschaften, ein Spiel, in dem die Niederländer wie erwartet dominieren. Für uns wird ein Zuschauer weggetragen, der offenbar den Aufregungen dieses Spiels nicht ganz gewachsen war. Hey, ein offensiver Außendecker. Foul an Hey. Kaiser. Foul an Kaiser. Vorteil. Ist aber ein sehr faires Spiel. Ein Spiel zweier Mannschaften, die in ihrer Spielanlage einander sehr ähnlich sind. Zwei kämpferische Mannschaften. Der Einsatz von Johnston ist nicht gelungen. Kroll hat geworfen. Wieder Kroll. Der Ball war aber bereits über der Linie. Es gibt einen Einwurf für die Schotten. In der 27. Minute beim Stand von 0:0. Brogan. Jetzt gibt es einen Einwurf für die Gastgeber. Barry Hülshoff wirft. Abgewehrt von McNeil. Einwurf für die Schotten. Wallace hat den Ball verloren. McNeil stand richtig. Einwurf für die Niederländer. Sie dominieren zwar im Feld, aber sie haben den Torhüter Williams eigentlich noch nicht richtig in Gefahr gebracht. Ganz knapp kam Gary Muren zu spät. Gary Muren hier im Bild. Williams zu Hay. Gemmel. Einwurf für die Schotten. Nein, Freistoß. Doch, es ist Einwurf. Und zwar wirft Tommy Callaghan. Callaghan. Gemmel.
Cruyff. Publikumsliebling hier, aber er war bereits hinter der Linie, stürzt jetzt hinein in den Bulk der Fotografen. Es ist glücklicherweise nichts passiert, aber Schiedsrichter Rivero gibt einen Eckball. Nach 30 Minuten 0:0. Kaiser. Gallagher. Und jetzt kommt die Konterattacke. Und das war Glück für die Niederländer, dass Willy Wallace nicht an den Ball gekommen ist. Vasovic. Hülshoff. Sürbier. Und Vorlage für Schwarz. Eckball. Das ist der siebente Eckball. Schwarz. Abgewehrt von Brogan. Lennox. Wieder Cruyff. Foul von Hay an Cruyff. 32. Minute. Spielstand 0:0. Ajax Amsterdam gegen Celtic Glasgow im Viertelfinale des Europacups der Meister. Vor 67.000 Zuschauern im Olympiastadion von Amsterdam. Reinders. Lennox. Aber er hat sich zu weit vorgelegt. Allerdings hat der rechte Verteidiger Sürbier das Leder berührt. Es gibt einen Eckball für die Schotten. Johnston. Brogan zu Johnston wieder. Wallace. Johnston. Schwerer Fehler von Brogan. Foul an Mühren, aber der Schiedsrichter lässt weiterspielen. Nein, er hat gepfiffen. Wir haben den Pfiff allerdings hier im Lärm der Zuschauer überhört. Kaiser. Lennox. Johnston. Und ein Schuss von Lennox. Eckball. Es ereignete sich in der 35. Minute beim Stand von 0:0. Wieder Johnston, Lennox,
und sehr gefährlich. Der Ball hatte eine Fälsche, aber er kam genau auf Heinz Steu. Kneel. Der Angriffsschwung der Niederländer hat etwas nachgelassen. Gallagher zu Hay. Hay gegen Reinders. Und ein Abstoß vom Tor der Niederländer. Die Kampfkraft beider Mannschaften ist sehr, sehr beachtenswert. Wir stehen einander, wenn man den Boxsport hier ins Fußballerische übertragen will, zwei Joe Frazier's einander gegenüber. Mannschaften, die pausenlos sozusagen anzugreifen, sich bemühen und die pausenlos zuschlagen. In fairer und anständiger Weise übrigens. Wieder Reinders. Hülshoff. Das war ein Foul, und zwar ein Foul an Nico Reinders. Vasovic wird schießen. Etwa 38 Meter vom Tore der Schotten entfernt. Schwarz gibt herein. Und Wallace. Ganz allein. Kann ihn ausgeben zu Johnston. Sehr schnell ist Johnston nachgekommen. Nehmen wir Johnston. Jetzt ist er hängen geblieben an Vasovic. Syrbir zu Hülshoff. Reinders. Reinders zu Kroll. Und zu steil. Zu schnell der Ball für Johan Cruyff. Lennox, Abpraller, und es war ein Foul von Syrbier. Er hat den Stürmer der Schotten zurückgehalten. Aber der Schiedsrichter stand in einem schlechten Winkel, konnte das nicht sehen. Vasovic. Syrbier. Schwarz. Kaiser. Und gerettet von Hay. Syrbir. Mit der Vasovic. Das ist der Reinders.
Vasovic. Und Kroll konnte das Leder nicht bändigen. Abstoß vom Tor der Schotten. Williams. Es gab mehr Angriffe auf sein Tor, auf das Tor des schottischen Schlussmannes, aber ernsthaft wurde er bisher noch nie geprüft. Einwurf für die Schotten. Im Bild haben wir Brogan mit der Nummer 6. Das war wieder Brogan, schwarz. Und Gallagher hat gerettet, allerdings nicht entscheidend. Gemmel, Süerbier und niemand attackiert. Hey. Drive. Glänzender Einsatz von McNeil. Lennox. Die Niederländer spielen sehr, sehr sauber, sehr sicher. Vasovic verfolgt von Willow Wellers. Hülshoff. Gemmel. Einwurf für die Niederländer, ausgeführt von Neeskens, 19 Jahre alt, großes Talent und Eckball. Gary Mühren wird der Schütze dieses Eckballs sein. Und abseits. Einer der niederländischen Stürmer abseits. Connolly im Kampf gegen Reinders. Reinders hat sich durchgesetzt. Johnston. Und Einwurf für die Niederländer, Keijzer. Johnston, Connolly, der hat völlig unkontrolliert nach vorne gegeben. Offenbar versuchen die Schotten nur einmal ohne Gegentreffer oder ohne Treffer des Gegners in die Pause zu kommen. Vasovic. Süerbier, Vorteil. Gemmel. Und Eckball, verursacht von Lennox. Es ist der 9. Cornerball für Ajax Amsterdam. Aber das zeigen Statistiken. Eckbälle bringen kaum noch etwas ein, auch wenn ein Mann wie Johan Cruyff elegant den Ball hereintritt. Johnston. Zu Brogan, wieder Johnston. Keijzer. Und zum ersten Mal musste Williams wirklich retten.
Lennox. Der Ball ist aus. Einwurf durch Sürbier. Wie prüfe ich meinen Tormann? Hey hat das gemacht. Es ist gut gegangen für die Schotten. In der letzten Minute vor dem Pausenpfiff. Eckball Nummer 10 für Ajax Amsterdam. Das ist der Pausenpfiff. Ajax Amsterdam gegen Celtic Glasgow vor 67.000 Zuschauern in Amsterdam 0:0. Zweite Spielhälfte im Europacup-Spiel zwischen Ajax Amsterdam und Celtic. Die Mannschaften haben keine Veränderungen vorgenommen. Freistoß für die Holländer in der ersten Minute nach der Pause. Williams, ein sehr talentierter Fußballer. Zum ersten Mal wurde etwas härter an den Mann gegangen. Aber dieser Williams ist ganz bestimmt kein Theaterspieler. Wenn er liegen bleibt, dann hat er wirklich etwas und er hat bereits zu verstehen gegeben. Ich habe zwar eine bekommen, aber es ist nicht so arg. Ich kann weiterspielen. Ein fairer Sportsmann. Übrigens unter den Reservespielern von Ajax Amsterdam auch einer, der in Wien gespielt hat, der dort sein Publikum begeisterte, nicht nur in Wien, sondern in ganz Österreich. Der Sportclub Libero Blankenburg. Allerdings, so haben wir die niederländischen Kollegen gesagt, im Augenblick ist er noch nicht stark genug, um einen ständigen Platz in der ersten Mannschaft zu haben, aber er wird vielleicht schon im nächsten Jahr den Kapitän Vasovic als Libero, als freier Verteidiger innerhalb der holländischen Spitzenmannschaft ablösen. Das hier ist Nico Reinders gewesen, Sürbier, Paul. Der Schiedsrichter hat den Vorteil gelten lassen. Der Schiedsrichter kommt aus Portugal, das wissen Sie bereits, und heißt Ribeiro. Von den Standardspielern Celtics fehlt Murdoch. Er hat im letzten Spiel seiner Mannschaft gegen Raith Rovers, das war ein Cup-Spiel, das Celtic mit 7:1 gewonnen hat, eine Schulterverletzung litten. Die Schulter ist ihm herausgefallen. Man hofft, dass er in 14 Tagen im Hampden Park im Rückspiel des Europacup-Viertelfinalkampfes dabei sein kann. Jimmy Johnston. Hey. Vasovic. Direkt auf McNeil. Greg. Reinders. Hülshoff. Neskens, Sürbier, Schwarz,
Neeskens. Und der erste Eckball nach der Pause für die Holländer. Einwurf für die Schotten. Jimmy Johnston mit einer neuen Frisur. Es ist eine höfliche Umschreibung der Tatsache, dass ihm die Haare schon ein bisschen ausgehen. Fehler von Hay. Greif. Greif, noch immer Greif. Jetzt hat er einen schweren Fehler gemacht. Noch immer Greif. Greif. Und vor der Linie gerettet. Wer war es? Die Niederländer verlangen einen Elfmeter wegen Handspiel. War zweifellos keine Absicht dabei. Es war also nicht eine Reklamation wegen Handspiels, sondern wegen Fouls. Und wieder eine Riesenchance. Und zwar vergeben von Neeskens. Eckball gegen die Schotten. In der Pause hat hier das Publikum starken Auftrieb dadurch erhalten, dass das Ergebnis oder das vorläufige Ergebnis aus Eindhoven bekannt gegeben wurde. Dort führte, zumindest während der Pause im hiesigen Olympiastadion, PSV Eindhoven gegen Vorwärts Berlin, oder genau gesagt Ostberlin, mit 1:0. Fehler von Schwarz, Einwurf für die Schotten, Tommy Gemmel. Nach 50 Spielminuten weiterhin 0:0. Kaiser greift und Craig hat gerettet. Die Ausnahme von Wallace war jetzt alles in der Hälfte der Schotten. Freistoß für die Niederländer. Hülshoff. Lennox. Gegen Sürbier. Schiedsrichter der Foul von Lennox entschieden. Über diese Entscheidung ließe sich streiten. Das ist Rinus Michel, der Trainer von Ajax Amsterdam. Johnston. Elegant gemacht. Reinder. Neeskens. Fehler von Neeskens. Wallace. Connelly. Fehler von Connelly. Greif.
Das war Foul, gestrecktes Bein von Callaghan. Kaum zu verstehen, warum Schiedsrichter Ribeiro hier nur Behinderung gibt und nicht Foul. Callaghan. Abseits. Abseits, ganz klar. Im Strafraum der Schotten liegt hier einer der Spieler. Augenblick nicht erkennbar, um wen es sich handelt. Es dürfte Schwarz sein. Nein, es war nicht Schwarz. Es war Reinders. Welles, noch immer Welles. Hart attackiert von Hülshoff. Stoy, man lässt ihn auch einmal mitspielen. Kommt ja kaum an den Ball. Solche Torhüter sind besonders gefährdet. Einmal kommt ein wirklich gefährlicher Ball und dann sind sie nicht auf dem Posten, weil sie zu wenig geprüft worden sind. Hülshoff. Lennox. Kein Abseits, doch der Linienrichter hat bereits Abseits gegeben. Es wäre Callaghan gewesen, der hier eine Chance zu nützen versuchte. Freistoß also, Vasovic führt ihn aus. McNeil, Connolly, Kaiser, wieder Kaiser. Hülshoff, wieder Hülshoff. Ajax Amsterdam also weiter im Angriff, weiterhin im Felde dominierend, aber nicht imstande, Williams wirklich ernsthaft auf die Probe zu stellen. Bisher hat es nur zwei kritische Situationen gegeben, beide vor der Pause. Und eine wurde von Verteidiger Hay selbst herbeigeführt, also eine sehr, sehr gefährliche Rückgabe auf das Tor von Williams leitete. Das ist Hay. Abseits. Abseits von Wallace. Für die Schotten wäre natürlich ein Unentschieden bereits ein großer Erfolg. Celtic ist eine ausgesprochene Heimmannschaft. Wenngleich sie einmal als Heimmannschaft ganz böse eingefahren ist, und zwar war das nach dem Sieg im Europacup im Jahre 1967 gegen Dynamo Kiew, als die Mannschaft zu Hause geschlagen wurde und dann in Kiew nur ein Unentschieden herausholen konnte. Aber Ajax ist ebenfalls eine Heimmannschaft. Diese Mannschaft muss heute hier gewinnen, um den Aufstieg zu erreichen gegen eine Klasse-Mannschaft wie Celtic. Nicht ungefährlich, Wallace, wenn er vorbeikommt an
wenn er vorbeikommt an Hülshoff. Aber dieser Hülshoff ist ein ganz ausgekochter Bursche, ein hervorragender Verteidiger, ein Mann mit klugem Stellungsspiel und unerhörter Reaktionsfähigkeit. Reinders. Wallace macht das sehr geschickt. Kaiser. Johnston. Und Wallace. Foul an Wallace durch Kaiser. Und der Schiedsrichter lässt weiterspielen. Johnston, er wird immer sehr hart genommen, dieser Triplanski, der Kleine. Lennox. Lennox gegen Vasovic. Johnston. Er ist bei Kroll hängen geblieben. Kroll, von dem es unmittelbar vor dem Spiel geheißen hatte, dass er nicht spielen würde und an seiner Stelle Van Dijk auf den Platz käme. Aber man hat niemand verwirrt, eigentlich nur die Zuschauer und im weiteren Sinn auch die Kommentatoren, die man ja bei diesen großen Spielen immer wieder im Zweifel lässt, wer nun wirklich spielt, im Unklaren. Wem das nützen soll, das weiß niemand ganz genau. Das ist Mühren. Der Einsatz beider Mannschaft ist großartig. Greif. Weit am Tor vorbei. Das hat sich ereignet in der 60. Spielminute beim Stand von 0:0. Kaiser, Mühren, Williams und Schwarz standen einander gegenüber. Es war Cruyff, 1:0 für Ajax Amsterdam, in der 62. Minute hier die Wiederholung, Vorlage für Cruyff und er hat sich diese Chance nicht nehmen lassen, 1:0 also, eine verdiente Führung nimmt man den bisherigen Kampfverlauf. Die Holländer werden natürlich nun versuchen, das Tempo etwas zu verschärfen, um die psychologische Wirkung, die solch ein Treffer ausübt, noch zu verstärken und auszunutzen.
Das war Billy McNeil, der Kapitän der Schotten, der sich ins Getümmel geworfen hat. Eckball Nummer 13. Feuerwerkskörper explodieren auf dem Spielfeld, nicht ungefährlich. Sie sehen, unmittelbar neben dem Schiedsrichter, und es ist erstaunlich, dass Rivero weiterspielen lässt. Offenbar ist er das aus seiner Heimat gewohnt. Aber die Gefährdung der Spieler war in diesem Fall jetzt eklatant. Wieder Greif, Einwurf für die Niederländer. Reinders. Hülshoff, eine ganz große Persönlichkeit in diesem Spiel. Auf der anderen Seite McNeil. Kaiser. Vasovic. Der Platzsprecher ersucht das Publikum, keine Raketen in das Spielfeld hineinzuschießen. Ich glaube, er wird da auf wenig Verständnis stoßen. Craig mit der Nummer 12. Ball war nicht aus, obwohl hier eine Reklamation kam. Stoy. Noch 24 Minuten bis zum Spielende. Ajax Amsterdam führt durch einen Treffer, den Johan Cruyff erzielt hat gegen Celtic Glasgow im Olympiastadion von Amsterdam mit 1:0. Jetzt regnet es wieder. Es ist ein ganz seltsamer Regen. Es ist, als ob ein Schleier in das Stadion hereinfiele. Aber das Publikum hart aus. Es ist derartige Schauer gewohnt, und auch die Spieler. Für sie ist das nichts Neues. In Amsterdam und in Glasgow kommt das immer wieder vor, dass das Wasser in dieser Art über ein Spielfeld oder über ein Stadion einfällt. Auch auf dem Bildschirm können Sie jetzt die Flut erkennen. Dazu ist zu sagen, dass der größte Teil dieses Stadions nicht überdacht ist. Neeskens, Reinders, Kaiser. Und abgewehrt von Billy McNeil. Gemmel. Ich glaube, jetzt gibt es auch für Sie zu Hause keinen Zweifel, dass es hier regnet, und zwar ziemlich arg. Foul. McNeil gratuliert Johan Cruyff zu seiner theaterreifen Leistung. Für einen Schotten oder für einen Briten überhaupt war das natürlich kein Foul.
sondern einfach die, wie die Briten glauben, erlaubte Härte. Freistoß direkt an der Strafraumgrenze. Kaiser steht am Ball. Dahinter mit Nummer 4 Hülshoff. Für wen aber legt Kaiser auf? Oder wird er auflegen? Rivero hat einige Schwierigkeiten, die Mauer reglementgemäß zu stellen. Vasovic steht in der Mauer. Hülshoff. Tor. Durch die Mauer geschossen. Hülshoff auf 2:0 in der 69. Minute. 69. Minute, 2:0 für Ajax Amsterdam. Mit diesem zweiten Treffer ist Ajax Amsterdam natürlich einen wesentlichen Schritt dem Semifinale näher gekommen. Denn sie werden mir zugeben, die Abwehr der Niederländer steht gut gestaffelt, sie ist technisch perfekt und sie wird sich auch im Hampden Park von Glasgow nicht so ohne weiteres ausspielen lassen. Für die Holländer geht es jetzt darum, keinen Gegentreffer zu erhalten. Mühren. Greg hat den Ball über die Seitenlinie gestoßen. Einwurf von Mühren. Vasovic. Schwarz. Vorlage für Johnston. Stey. Reinders. Kaiser. Greif. Nein, es ist nicht Greif, sondern Mühren gewesen. Reinders. Und Rückgabe von Wally Wallace zu Williams. Na? Williams prüft sich selbst. Es regnet noch immer und zwar ziemlich hart und arg. Einwurf für die Schotten, darüber gibt es keinen Zweifel. Käse. Gemmel. Das ist Greif. Foul von Dominic Gallagher und Greif. Süßbier. Süßbier. Einwurf für die Niederländer. Vasovic. Schwarz. Wieder Vasovic. Handspiel, aber kein absichtliches Handspiel. Daher gibt es nur, und zwar zu Recht, einen Eckball. Im Stand von 2:0 für Ajax Amsterdam
der 73. Spielminute. Die Treffer für die Niederländer erzielten Cruyff in der 62. Minute und Hülshoff aus einem Freistoß in der 69. Minute. Johnston, noch immer Johnston. Einwurf für die Holländer. Man kann hier natürlich auch Holländer sagen, obwohl ja der Staatsverband die Niederlande sind. Aber die Provinz, in der Amsterdam liegt, auch Rotterdam, das sind Nord- und Südholland. Gefährlich. Hier kommt ein neuer Mann ins Spiel bei Ajax, und zwar wird das Dick van Dijk sein mit der Nummer 10. Dick van Dijk. Und wahrscheinlich kommt er für die Nummer 5, für Rudolf Krol. Zu diesem Van Dijk ist zu sagen, dass er Schützenkönig, und zwar zweimal der erfolgreichste Goalgetter der obersten holländischen, und jetzt muss man wirklich sagen, niederländischen Spielklasse war, und zwar als Stürmer von Twente, Vasovic. Ein Foul, und zwar von Greg. Greg hat mit der Faust ausgeschlagen und hat dabei den jungen, den 19-jährigen Johan Neeskens im Gesicht erwischt. Van Neeskens ist wieder auf den Beinen. Van Dijk ist für Schwarz gekommen, also die Nummer 10 kam für die Nummer 8. Ich wiederhole, anstelle von Jacques Schwarz, Nummer 8, jetzt Dick van Dijk, Nummer 10. Und wir haben ihn bereits im Bild. Dick van Dijk, Nummer 10. Foul. Noch 13 Minuten bis zum Ende. Ajax Amsterdam führt gegen Celtic Glasgow mit 2:0. Vasovic. Einwurf für die Holländer, sie führen verdient, sie beherrschten das Spiel, waren allerdings lange Zeit nicht imstande, die gut spielende Abwehr der Schotten auszumanövrieren. Vasovic, diesen Mann soll Blankenburg ablösen, vielleicht schon im nächsten Jahr, wie mir holländische Fachleute versicherten. Horst Blankenburg, der Mann, mit dem der Wiener Sportclub eine große Zeit hatte. Johnston. Abgewehrt von Connolly, aber zu kurz. Seine Riesenchance, die von Neeskens vergeben wurde. Williams, der Torhüter von Celtic, hat keine Schuld, dass seine Mannschaft mit 0:2 im Nachteil ist. Die Schotten sind im Mittelfeld zu schwach und sie haben zu lange nur
mit einer Sturmspitze operiert. Und auch hier gilt ja die alte Weisheit, Angriff ist die beste Verteidigung. Die Abwehr wurde einfach durch dieses Vernachlässigen des Angriffs vor zu schwere Probleme gestellt. Sie stand dauernd unter Druck und das drückte sich schließlich in zwei Treffern, die der Gegner erzielt hatte, aus. Hülshoff. Kaiser. Johnston. Lennox. Für Gallagher war das gedacht. Nicht ungefährlich, dieser Schuss von Jim Brogan. Handspiel. Das war jetzt natürlich klares Handspiel und die Frage, ob bei diesen Fallen und dem Wegstoßen des Balles mit der Hand eine Absicht vorlag, die ist schwer zu beantworten, diese Frage. Was gibt der Schiedsrichter wirklich? Einen Eckball. Nein, er gibt auch keinen Eckball, sondern Abstoß vom Tore der Schotten. Das geschah in der 80. Spielminute. Brogan zu Greg. Wieder Greg. Greg abseits. Oder war er über der Linie? Einwurf. Greg wirft ein. Gallagher. Abgeblockt von Neeskens. Trotz seiner 19 Jahre ein ganz ausgekochter Bursche, dieser Johan Neeskens. Das hat den Rhein das ziemlich hart erwischt jetzt. Das war Van Dijk. McNeil, der Kapitän. Wieder McNeil, abseits. Abseits. Verständlich, der hat sich Luft zu schaffen versucht, der Kapitän, er wollte ja wieder in seinen ureigensten Bereich zurückkehren, eben in das Zentrum der Verteidigung. Billy McNeil, er ist auch Kapitän der schottischen Nationalmannschaft, die ja überhaupt das Gerippe der schottischen Nationalmannschaft durch Celtic Glasgow gebildet wird. Noch 7 Minuten sind zu spielen. Ajax Amsterdam führt gegen Celtic Glasgow mit 2:0. Durchaus verdient, denn die Mannschaft ist fast dauernd im Angriff.
Sie zeigt technische Kunststücke ebenso wie Kampfkraft und Einsatz. Es ist jene Dynamik im Spiel der Niederländer, die verstehen macht, dass hier in diesem Land der Fußballsport noch so populär ist und dass die Vereine eine so stattliche Anzahl von begeisterten Anhängern und Zuschauern haben. Dabei ist Ajax Amsterdam gar nicht der Verein mit der stärksten Zuschauerkulisse, der Verein mit den stärksten ständigen Zuschauern. In dieser Weise führt überlegen Feyenoord, die Mannschaft von Ernst Happel und Franz Hasi. Aber heute, anlässlich eines Europacup-Spiels, sind natürlich die Fußballfreunde Amsterdams vollzählig versammelt. 67.000 Zuschauer, trotz eines nicht gerade einladenden Wetters. Sie unterstützen ihre Mannschaft mit allen nur erdenklichen Mitteln, auch mit Mitteln, die wir ablehnen müssen, nämlich mit Raketen, die unter Umständen Spieler gefährden können. Noch 5 Minuten sind zu spielen. Ajax Amsterdam führt durch Treffer von Cruyff und Hülshoff mit 2:0. Das war Van Dijk, Schützenkönig zweier Meisterschaften. Aber damals hat er wahrscheinlich nicht so geschossen wie jetzt. Er hat, das habe ich Ihnen vorhin schon gesagt, den Stürmer Jacques Schwarz ersetzt. Gemmel zu Brogan. Brogan versucht, auf der linken Seite Wallace einzusetzen. Wieder Brogan. Gemmel. Greg, noch immer Greg. Wirklich überzeugend die athletischen Leistungen beider Mannschaften. Sie sind fast pausenlos in Bewegung, die Spieler. Lennox, Gallagher, Gemmel, Scharfschütze aus dem Hinterhalt. Johnston war sehr aufmerksam. Immer Johnston. Foul, aber der Schiedsrichter hat richtigerweise den Vorteil gelten lassen für Kroll. Hey, zu Williams. Richtig gemacht von Steil an der 16-Meter-Linie. Blieb ihm keine andere Wahl, als mit dem Kopf abzuwehren. Ansonsten hätte er Hand gespielt und das hätte einen vielleicht gefährlichen Freistoß gegen sein Tor ergeben. Brogan zu Williams. Gallagher. Vasovic. Foul an Gallagher. Nein, Einwurf. Wir können nicht ganz genau hinunterschauen. Wir sehen die Linie nicht und daher brauchen wir manchmal beim Kommentieren Fehler. Wir können nicht erkennen, ob es sich um einen Freistoß oder um einen Einwurf handelt. Brogan
Jensen gemacht. Tor! Fantastisch gemacht vom Kaiser. 3:0 in der 88. Minute. Kaiser 3:0 und das müsste der Aufstieg in das Semifinale für Ajax Amsterdam sein. Und der Kaiser, wie man hier sagt, ist nun natürlich der Kaiser dieses Spiels. Er hat seine Mannschaft so nach vorne geschossen, dass sie mit großer Zuversicht und mit berechtigtem Optimismus in den gefürchteten Hampden Park von Glasgow gehen kann zum Rückspiel, das in 14 Tagen stattfinden wird. Und das war der Schlusspfiff des Schiedsrichters Rivero. Ich wiederhole, Ajax Amsterdam schlägt im ersten Viertelfinalspiel des Europacups der Meister Celtic Glasgow mit 3:0. Gedore Greif 62. Hülshoff 69. und Kaiser 89. Minute. Meine Damen und Herren, ich hoffe, Sie hatten einen guten Empfang. Ich sage Ihnen auf Wiedersehen und gute Nacht.